Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit dem Trapper unterwegs, haben natürlich wieder eine Aufgabe, aber erstmal unser Setup. Wir haben Verblüffen, das Beste kommt zum Schluss, Totenschalter und Schmerzensecho mit dabei. Und dieses Mal sollen zwei Leute in eine Falle tappen, während wir sie jagen. Mal schauen, ob das klappt. Let's go. Irgendjemand spielt mit Switch. Ah, okay. Thompson haben. Machen wir doch schon mal den. Den Baum würde ich auch gerne dicht machen. Den Baum machen wir einfach hier an der Palette. Killer Shack könnte auch noch eine Falle bekommen, finde ich. Hier ist jemand auch. Rennt die gerade einfach hinter mir lang? Ich war mir sicher, dass ich sie hinter mir gehört habe, aber die ist einfach abgehauen. Ey. Was da? Fenster können wir ja, wie gesagt, ja einfach notfalls dicht machen. Jebaitet. You got jebaitet. Krieg ich. Schon wenn so rumrennen mit ihr. Na gut, okay. Wenn sie ins Haus reinrennt. Schade. Haben wir vielleicht Glück, wollte ich sagen. Haben wir aber nicht. Ist noch jemand? Rennt nach links. Okay, schauen wir, ob wir ihn erwischen. Oh, wenn sie denn jetzt hin? Wow. Denn sind einfach auch schon wieder hier drei Stück fertig, Alter. Ich krieg die Pimpernellen. Na gut. Hab aber auch noch nicht so viele Fallen gelegt, ne? Geht auf jeden Fall noch was. Hab noch fünf. Oh, okay. Andere Klöder. Kommt hier an. Schon bei dir. Oh Gott, geil. Wie gönnt man noch einen weiteren Stack? Da hat jemand meine Falle. Dann wird er jetzt helfen gehen. Leider die Obsession. Obsession würde ich ungern schlagen. Let's go. Vielleicht geht ihr noch mehr in die Falle. Ah, die eine hat eine Taschenlampe. Oh, oh. Vielleicht auch nicht. Oh, oh. Da ist jemand. Versuchen wir da mal hinzukommen. Da wird gerettet. Ich gehe einfach erstmal wieder zurück, weil hier hinten. Oh. Okay, nee, nee.
Wäre so wild, wenn die jetzt einfach nochmal in die Falle reingegangen wäre. Oh, geil. Beste Palette gezogen. Ich gehe wieder dahin. Geh dich selber kurz rein, kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Da ist jemand wieder. Die Obsession. Will eigentlich hier nicht noch eine Falle legen. Okay. Ich habe auch gerade 8 Stacks, Leute. Will ich jetzt wirklich die Verfolgungsjagd mit ihr? Wir nehmen die mit Jake. Der weiß auch noch nichts von unserem ganzen Fallen-Setup hier hinten. Der weiß nicht, dass wir verblüffen haben. Ja, das ist einfach schon Schnee, der Bengel. Lul. Schon Schnee am Arsch. Der hat meine Falle outplayed. Okay, Keller Gaming. Hier unten will ich aber keine hinpacken. Noch einer. Ja, komm, dann lege ich die hier auch. Warum nicht? Noch ein Generator, Leute. Da auch gucken, wo ich bleibe. Und der Gen hinten links sind 2 Leute dran. Okay. Hier ist niemand dran, WTF. Drüben hilft jemand. Rennen sie hier rum, wo die andere hängt, ey. Was ist mit den Leuten wieder los? Da kommt jemand. Oh, lul. Und der andere ist einfach in die Falle getappt. Oh mein Gott. OMG-sus. Ich nehme den Scourge. Oh, sie hat einen Strike. Okay. Wir spielten heutzutage noch mit dem Strike. Blöd, ja, offensichtlich. Blöd hat, glaube ich, alles einfach mit. An Second Chance, oder? So jemand ist das. Strike in 22. Ich meine, ja, ist jetzt halt kein starker Slot. Soll uns recht sein.
Freund. Ja, okay. Zwei Stacks verloren, ist nicht so wild. Dafür kommen sie jetzt erstmal einen Haken. Scourge vor allem sogar auch noch. Der Jake war vorhin da ganz hinten. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt an dem Generator wohl werkelt, da Richtung Killerhöhle. Ah, okay, das beantwortet meine Frage. Oh, hier sind beide. Oh mein Gott. Danke. Oh, ich hätte sie schlagen können für einen zusätzlichen Stack. War beide hier hinten gewesen. Okay, wilde Runde. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was da los war, aber... Aber es war wild. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einig sein. Was für ein Stack von das Beste kommt zum Schluss, aber die Obsession ist ja eh schon tot. Von daher war es egal. Aber sonst immer raufprügeln halt. Okay, pass auf. Hi. Ich glaube, ich hätte ihn sogar schlagen können an der Stelle. Ja. War jetzt ärgerlich, ne? Aber da es jetzt eh nur noch zwei Leute sind, scheiß drauf, dann packe ich halt hier noch eine Falle hin. Dann gehe ich einfach immer durch dieses Fenster und dann haben wir hier Ruhe im Puff. Hui! Der gute alte Trapper, ey. Hat der nochmal delivered hier, ne? Hier könnten wir noch mal eine hinpacken. Aber der Jake, ey, wie der einmal da dran vorbeigesneakt ist, das war ja schon grandios. Also muss man ihm lassen. Das hat er gut gemacht. Ich vergesse andauernd, dass die Obsession halt switcht. Wenn ich gestrikt werde, keine Ahnung. Jetzt bei mir, Katsching. Moin. Oh ja, mit 6 Stacks kann sich eigentlich sehen lassen. Das funktioniert. Ich hole mir nochmal den Scourge. Er rennt rüber. Was möchten Sie da drüben tun? Bitte machen Sie keinen Quatsch, Jake. Da war er dran, okay. Da ist auch eine Falle, Leute. Keine Luke für ihn, leider. Stronge. Okay, ab an Haken. Ja, komm, warum nicht? Skirtschuk geht immer. Ja, jetzt genau, jetzt wo wir... Aber jetzt haben wir die Korrupte nicht mit. Aber jetzt schafft man die Aufgabe quasi wieder, ne? Dass man Korrupte mitnehmen soll und die Gens nicht fertig werden, ja. Verblüffen war jetzt auch nicht so der Gamechanger. Also hätten wir statt Verblüffen Korrupte, wäre wahrscheinlich ähnlich gelaufen. GG. Ja, das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Der gute alte Trapper, Leute, immer mal wieder für eine Überraschung gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann lasst gerne ein Like da, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.